Hallihallo und willkommen zurück zu Ratchet & Clank. Wir waren hier stehen geblieben auf dem Planeten, dessen Namen ich schon wieder nicht mehr weiß. Aber das ist auch nicht so wichtig, denn wir haben beim letzten Mal dem komischen Skateboard-Boy geholfen. Alter, was ist das denn für einer? Propantanken-Boy. Schießen wir ihn ab. Oh mein Gott, ich wette, den kann man irgendwie auf den Rücken schießen. Jawohl, und dann explodiert der so, ne? Klappt das hier irgendwie? Ne, der visiert ja immer den richtig an. Da bin ich mir unsicher, ob es so kritische Trefferzonen gibt. Aber ich hätte jetzt gedacht, hier so auf den Tank. Und zack, explodiert der, aber... So leicht ist es dann wohl doch nicht. So, wir feuern auf jeden Fall erstmal alles raus hier. Die blöden Sandhaie werden weggemacht. Beim letzten Mal auf jeden Fall den Tony Hawk für die Armen haben wir befreit. Oder haben wir geholfen, wie auch immer. Der hat uns dann sein signiertes Board gegeben. Und jetzt werden wir uns hier weiter umschauen auf dem sumpfigen Sumpfplaneten namens... Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ja auch Dagobah. Was ist das hier eigentlich? Nichts von Interesse für mich anscheinend. Da kommen auch schon wieder neue Sandhaie. Können wir das eigentlich nochmal aufbessern? Das muss ich gleich mal... Wo kann ich das hier irgendwo sehen? Wie war denn dieses Ringmenü hier? Stufe 2? Ja, okay, es geht auf jeden Fall noch höher. Ich muss mal gucken, was da die Maximalstufe ist. Irgendwo wird das ja wahrscheinlich stehen, oder? Feuer frei! Oh, Verstärkung! Oh, oh. Dann wollen wir doch mal... Wow, der schießt so... Alter, das ist ja geil! Und zack! Das ist ja der Hammer! Das ist ja einfach nur noch der Hammer, wie die hier schießen. Okay. Das nehmen wir auch mit. Das heilt uns. Hier gibt's... Oh, ja. Das war jetzt nicht so smart. Aber hey, was soll's. Manchmal ist man halt auch einfach nicht smart. Sumpfige Sumpflandschaft. So, was wird denn da eigentlich gebaut? Ach, das ist hier er. Das ist ja hier der Marky Marx. Wie auch immer er hieß. Aha, aha. Helme tragen. Sonst gibt's Schaden auf den Kopf. Konsument. Vielen Dank für dein Interesse an Skip McMarks Sportscheck. Doch Skip McMarks, genau. Deine Weigerung, den Bereich zu räumen, die Konstruktorbots zu aktivieren. Das ist jetzt... Guck mal, da muss man einfach... Zack! Es ist der Hammer! Ich bin total überrascht, wie geil das Spiel ist irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das ist total meins. Habe ich den Eindruck. Zumindest macht es bis jetzt unfassbar viel Spaß. Okay, keine Muni mehr. Wir machen jetzt den krassen Move, dass wir einmal zu ihm hingehen und bam, bam, bam. Oh, oh. Halt, ich muss die Waffe wechseln. Ah. Oh, das ist ein Fließband. Okay, Granate. Boah. Oh, die Granate war gut. Oh, die hat ihn gar nicht besiegt. Ich habe gedacht... Stufeaufstieg, Level 2. Schmelzgranate. Das hat auch nochmal irgendwie verbessert. 25%. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ich brauche dringend ein wenig mal Leben. Granate sollte ich anscheinend auch verbessern. Guckt euch das mal an, die ist... Super, da piekt man einmal ganz kurz um die Ecke, wirft das Ding und rennt sofort weg danach. Ja, hier gibt's, warte mal, da gibt's Energie. Oh, ja, wo kam denn auch er her? Oh mein Gott, nur noch ein Treffer und ich bin weg vom Fenster. Gib mir die Energie, gib mir die Energie, gib mir die Energie. Ist er tot? Ja. Ich glaube auch, aber erstmal brauche ich Heilung. Das hat mich jetzt auch nur um 7 geheilt. Oh nein. Die allerbesten Hoverboards, Gravibikes und Kreiselräder. Was ist das da unten? Sind erst ab nächsten Herbst vorrätig. Okay, wir gehen nochmal zurück, denn da hinten war auch noch ein Weg, den wir jetzt nicht gegangen sind. So, immer entgegengesetzt der Fließbänder. Da gibt es auch nochmal Heilung, das freut mich. Naturheilmittelabteilung. Ganz sicher, Kollege. Okay. Meine Sensoren erkennen eine seltsame Energiesignatur bei den Schwunghaken-Zielen. Boah, was war das denn? Apparatur von Wreck Industries sein. Da hab ich aber Glück gehabt. Da habe ich aber richtig Glück gehabt. Sehen wir uns um. Uiuiui, ich wollte eigentlich mich rüberhangeln, aber irgendwie hat das nicht gemacht. Immer noch hier auf dem Boden, ob hier noch irgendwo was liegt vielleicht. Ich bin ja immer noch auf dieser Suche auch nach diesen goldenen Schrauben manchmal. Weil da sollte man vielleicht nicht unbedingt gegenhauen. Wir können auch hier irgendwie das Ding werfen, ne? Ja, sehr gut. Okay, jetzt heilen wir uns auch mal ordentlich. Aber jetzt frage ich mich auch schon wieder, bin ich jetzt hier schon wieder den falschen Weg erst gegangen oder jetzt den richtigen? Oh mein Gott, jetzt den richtigen oder? Wie ist das hier? Wie ist das hier? Da ist ein Bacta-Tank. Oh, das sieht auch interessant aus. Hey,
Plastikkonfettchen kostet nicht den Spaß verderben. In unserer Snowboard-Abteilung gibt's die neueste Schneehobeltechnologie. Es ist nie zu kalt, um cool zu sein. Es ist nie zu kalt, um cool zu sein. Alter, der Typ ist irgendwie auch sympathisch. Also irgendwie mag ich die hier alle. Lust auf ein paar Wellen? Abgefahren! Leute, ich hab den Deal für euch. Kommt zur Profi-Surf-Abteilung, sagt den geheimen Code. Der macht ja Sellout hier. Ihr bekommt 5% Rabatt beim nächsten Einkauf. Ey, Alter! Ey, Alter! Okay, gibt's nochmal Leben für mich? Ah, ich hab den Eindruck, ich bin hier... Bin ich hier den richtigen Weg gegangen? Hier, man sieht auf der Minimap, ich springe nur von Plattform zu Plattform. Da kann man nicht wirklich erkennen, ob ich hier richtig gehe oder nicht richtig gehe. Melde dich zum Cool-Seminar an! Da sollte ich wahrscheinlich auch mal hingehen, zum Cool-Seminar. Da werde ich endlich auch mal cool. Endlich! Endlich nach meiner jahrelangen Reise hier habe ich es dann geschafft, auch mal cool zu sein. Beim Cool-Seminar. Okay, einmal hier rüber. Das ist schon der allercoolste von allen. So, das, man ist ja auch immer richtig cool, wenn man sich selber als cool bezeichnet, ne? Richard und Flank haben einen tragbaren Hydrobeamer gefunden. Diese geniale Erfindung von Dr. Nefarius kann Wasser von einem Ort an einen anderen bewegen. Ah ja. Ah ja, okay, okay. Das ist also einfach nur zum Wasser absaugen. Es ist irgendwie auch... Warte, nein, ich wollte... Pumpt das jetzt wieder rein? Oh ja. Das gefällt mir schon mal nicht, dass das geht. Dass man wieder reinpumpen kann. Das heißt, ich werde das bestimmt auch irgendwie mal mitnehmen müssen und dann irgendwo anders reinpumpen oder halt irgendwie je nachdem, wo ich hin will, reinpumpen oder rauspumpen. Ja, wir bleiben erstmal ganz kurz. Ich wollte ja mal ganz kurz da drauf gucken. Okay, das ist keine Waffe. Das ist eher ein Gadget, als dass es eine Waffe ist. Ja, ansonsten scheint man hier jetzt erstmal nirgendwo hingehen zu können. Hier kann man auch runtertauchen. Da ist die goldene Schraube, oder? Das ist sie doch. Wieder hoch, wieder hoch, wieder hoch, wieder hoch. Ich habe irgendwo Schaden genommen durch den Ventilatorverschnitt, der da unten war, wahrscheinlich. Geil, goldene Schraube bekommen. Die wollen wir natürlich eigentlich alle gar nicht suchen, aber hey, was soll's. So, hier kann man auch nochmal Wasser reinfüllen anscheinend. Mit einem Knopfdruck kann das Duo jetzt einen ganzen Swimmingpool füllen. Oh yeah. Der ursprünglich für verstopfte Valkyrenklos entwickelte Hydrobeamer schon auf seiner Reise durch die Kanalisationen der Galaxie von großem Nutzen. Na gut, den eigentlichen Nutzen wollte ich jetzt gar nicht wissen, aber hey. Wir sollten uns nach Skids Agenten umsehen. Er braucht vielleicht unsere Hilfe. Okay, jetzt sind wir wieder unten hier. Das heißt, jetzt müssen wir wieder da entlang, wo wir noch nicht waren. Ne? Ja, okay. Das ist gut. Also ich verstehe schon, hier sind immer so verschiedene, es ist so ein bisschen offen gestaltet, aber es sind immer verschiedene Gänge, die man gehen kann, um dann irgendwo den richtigen Weg zu finden. Das ist sehr, sehr gut gemacht. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Okay, dann springen wir hier einmal hinüber. Hier waren wir eben stehen geblieben, ne? An der Stelle, dann fahren wir jetzt hier mit nach unten. Okay, ich habe gedacht, wir fliegen jetzt ein Stück. War das ein Fahrstuhl nach unten? Jetzt sind wir wieder am Boden der Tatsachen. Am Boden der Tatsachen. Irgendwo was in den Ecken versteckt? Nein, aber hier gibt es nochmal ein paar Schrauben für mich. Yay. So, an diese Explosivfässer gewöhne ich mich wahrscheinlich nie. Hier noch irgendwo was versteckt? Nö. Okay, da drüben sind jetzt schon wieder diese Eiverschnitte. Vielleicht lieber den Flammenwerfer nehmen, oder? Ja, cool, Level 2. Also ich bin hier ganz gut dabei, glaube ich, meine... Oh, der ist wahrscheinlich eher schlecht, mit Flammenwerfer zu besiegen. Sollte auch nicht zu schnell schießen. Ich habe den Eindruck, dann kriegt der keinen Schaden. Okay. Sollte wahrscheinlich dann auch immer schön meine Waffen wechseln. Müssen, um an diesem Vorsprung hängen zu können. Nö, hätte ich gar nicht. Habe ich doch so hingekriegt. Oh, ah, huch. Okay. Sieht hammermäßig aus von der Optik, gefällt mir das. Also, wir könnten hier hoch oder wir könnten auch da runter. Wir gehen erstmal runter, würde ich sagen. Das ist wahrscheinlich der Weg. Wahrscheinlich der Weg, den wir eher gehen können. Oh, die kämpfen auch gegeneinander. Ja gut, ist logisch. Und das sind wilde Tiere. Diese komischen Haie. Vielleicht sind die mit dem Flammenwerfer auch so ein bisschen dafür da, um die auszurotten, ne? Würde Sinn ergeben. Sind sehr stark gepanzert. Sieht so aus, als sollten die aufhalten vielleicht. Ergibt alles sogar in der Logik hier einen Sinn. In der Ratchet und Clank-Logik. Eine neue Karte. Was bringen wir denn diese Holokarten-Pakete eigentlich? Gucken wir das auch mal an. Big Al hier. Du hast gerade deine erste Holokarte gesammelt.
Ich weiß nicht, ob das meine erste war. Holokarten, wenn du Gegner besiegst. Okay. Erkunde geheime Bereiche und finde Pakete mit drei Karten. Okay. Dein Ziel ist ein kompletter Satz Holokarten. Wenn du das meinst, öffnen. Wo kann ich den kriegen, oder? So eine Art Kartenspiel, okay. Haben wir unseren Boss gezogen eben. Tausche fünf doppelte Karten. Ich habe keine fünf doppelten Karten, oder? Aber das bringt mir jetzt rein gar nichts, oder doch? Die Karte 2. Da kann man sich einfach nur die Sachen anlesen. Ah, okay. Gut, ich wollte eigentlich... Nee, warte mal. Kartensammlung natürlich. Ich wollte eigentlich gar nicht wegdrücken. Jetzt kann man hier zum Beispiel lesen über den, über Grimroth oder Grimrot. Ratchets überall... Nee, übellauniger. Achso, mein Gott. Übellauniger Boss und Besitzer einer Raumschiffwerkstatt auf Veldin. Na gut, der hat noch einen Bruder, alles klar. Ja gut, das sind halt eher so Extras und Gimmicks, die man sich dann mal anschauen kann. Ist jetzt nicht unbedingt mein Ziel, hier relativ viele Karten zu sammeln oder so, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Komme ich da auch nochmal so hoch, oder? Nee, ne? Ah doch, da kommt da hoch, okay. Dann können wir auch weitergehen hier. So, gib mal her, das Ding hier. Oh, halt, da war einer. Feuer frei! Ah, halt, ich wollte mich nicht da dran hängen. Ich frage mich ja, wie schwer das Ganze noch wird. Weil komplett leicht ist es halt wirklich nicht. Es ist auf jeden Fall einigermaßen fordernd. Ich habe ja auch auf normal gestellt. Ich denke mal, es wird allgemein schwerere Spiele geben. Aber ist jetzt nicht so, dass ich hier easy peasy durchlaufen kann, ohne irgendwie komplett Taktik irgendwie... Aua, ja, zu benutzen. Ohne Taktik zu benutzen und ich hau erstmal voll gegen so einen Explosivkasten. Muss hier voll taktisch spielen. Muss hier gucken, dass ich nicht gegen Explosivkasten haue. Wer redet denn hier? Jetzt sind wir auf jeden Fall oben angelangt. Ah ja, die haben wir alle weggehauen. Ach, das ist der Manager hier. Der Manager hat geredet. Yo. Bin ja schon dabei, Mann. Ich bin ja schon dabei. Ausweichrolle. Und noch einmal Ausweichrolle. Oh, da kommt ein ganzes Schiff. Schnell, schnell, schnell. Granaten. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Oh, jetzt habe ich gut Schaden genommen, oder? Nee, es geht voll. Alter, jetzt kommen sie aber alle. Oh nein, jetzt brauche ich die Granaten wahrscheinlich. Ah. Sind das Granaten da in der Ecke? Keine Munition mehr. Nee, es waren das. Das sind die ganz normalen Schüsse, die ich hier sowieso habe. Wie kann man den damit abschießen? Ja. Ich denke mal, mit Granaten wäre man effektiver gegen ihn, den Kollegen hier. Wow, 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 wow. Hey, hey, hey. Okay, gleich noch einmal Munition auffrischen. Allzu viel kann er nicht mehr haben. Ach, das waren jetzt Granaten auf einmal, die ich aufgesammelt habe. Dann. Oh, der lebt immer noch. Das ist ein hartnäckiger Boy. Sind die Waffenmunition schon wieder da? Ja. Jetzt kriege ich... Also man kriegt dadurch teilweise auch andere Munition. Nicht immer die gleiche. Oder ich muss mal drauf achten. Vielleicht wechselt das irgendwie die Farbe oder das Aussehen. Und je nachdem, welche man dann hat. Oder welche Farbe das hat. Deswegen sammelt man andere Muni ein oder so. Sag nichts, sag nichts. Rädchen und Kling. Ratchet und Clank. Gut, gut, wunderbar. Fähnchen und Flink. Klingt doch super. Hat Marketingpotenzial. Lässt sich verkaufen. hört mal, mein Klient und ich sind getrennt worden. Auf unserem etwas hastigen Rückweg zum Schiff. Ich würde ja zu ihm gehen, aber hier wimmelt es von Sandhaien. Würdet ihr mir vielleicht helfen? Es gibt nichts zu befürchten, Sir. Die Sandhaie sind beseitigt. Wunderbar, wunderbar. Ihr zwei habt Herz. Das kann ich verkaufen. Wir helfen immer gerne. Der gierige Geschäftsmann, das kann ich verkaufen. Da, guck mal, da war auch noch so eine goldene Schraube. Habt ihr das gesehen? Wir sind euch für eure Hilfe sehr dankbar. Wo geht's denn als nächstes hin? Zum Krankenhaus, fürchte ich. Muss mein Bein untersuchen lassen. Zum Krankenhaus? Ach, Skid, komm schon. Dir ging's schon schlechter. Was machen wir mit deinen Sponsoren? So langsam kriege ich das Gefühl, dass ich dir egal bin oder sowas. Der denkt nur ans Geld. Na schön. Was ist mit dir, Rädchen? Ratchet. Richtig. Wärst du gerne ein Hoverboard-Star? Dieser Infobot gibt dir alle Einzelheiten. Sag einfach, Don Wonderstar schickt dich.
Dann Wonderstar. Es ist wieder soweit. Der jährliche Blackwater City Hoverboard-Wettbewerb auf Rilga. Sucht ihr nach Nervenkitzel und möchtet eure Hoverboard-Künste vorführen? Cool. Dann rast los nach Rilga. Und erlebt den absoluten Kick von Mach 3 auf einem raketenbetriebenen Stück Plastik. Ja, überhaupt nicht ungefährlich. Hört, was unsere früheren Champions dazu sagen. Ich verpasse nie einen Blackwater City Hoverboard-Wettbewerb. Ist das geil. Außer im nächsten Jahr. Da werde ich es wohl nicht schaffen. Ich spüre meine Zehen nicht. Ist das normal? Es gibt Geldpreise und Holokarten für die Gewinner. Also los, kommt nach Rilga und versucht euer Glück beim extremsten Sportereignis der Galaxie. Und nicht draufgehen. Und nicht draufgehen. Alter, das ist super, wie sie das persiflieren, ey. Alle verfügbaren Ziele erfüllt. Ja, ich will aber noch nicht abhauen hier. Ich will mich da eigentlich nochmal umgucken. Ach, ich glaube, jetzt bin ich wieder am Start, oder? Wir haben gerade einen Promi gerettet. Ach, ich wollte mich da nur nochmal umschauen. Komm ich hier irgendwie nochmal zurück, wenn ich hier drauf gehe jetzt mittlerweile? Wir sollten zum Schiff zurückkehren. Mal, da ist noch die goldene Schraube da drüben. Da muss ich doch auch irgendwie hinkommen. Da gab es allgemein noch Kisten. Kisten! Oh, was ist das denn jetzt hier? Zum Agenten zurückkehren? Beamt der mich jetzt dahin, wo ich den eben aufgesammelt habe? Wo bin ich jetzt? Ja, oder hier habe ich den aufgesammelt eben gerade. Ich glaube schon. Okay, hier kann man bestimmt irgendwie später das Hoverboard Eine benutzen, Katastrophe. Oder? Ratchet hatte nicht das nötige Hilfsmittel, um die ionisierte Oberfläche zu überqueren. Magnetstiefel. Na gut, dann brauche ich die wohl noch. Aber kommen wir von hier aus denn da rüber irgendwie? Wie komme ich denn da hin? Sieht so aus, als würde ich von hier oben dahin gelangen. Okay, ich gucke nochmal ganz kurz hier zum Rand hin. Weil ich würde eigentlich schon gerne, wenn ich diese goldene Schraube schon sehe und alles, da würde ich die schon ganz gerne mitnehmen. Kann man hier so ein bisschen tricksen oder kriegt man dadurch Schaden, wenn man da reinläuft? Ja, man kriegt dadurch Schaden, wenn man da reinläuft. Da kann man nicht tricksen in dem Sinne. Wie komme ich denn sonst da drüben hin? Okay, also irgendwie muss ich da rüberkommen können. Das muss irgendwo gehen. Ich glaube nicht, dass man das hier so leicht tricksen kann. Kann man einfach über den Sumpf kurzzeitig rüberlaufen? Hier ist so ein bisschen weit. Was hier nochmal ein Stückchen weiter, oder? Ja, ich glaube, wenn man von hier springt, ist man ein bisschen näher dran. Ich versuche es jetzt einfach mal, mein Glück. Nee, das geht nicht so. Habe ich mir auch fast gedacht. Aber wie soll man denn sonst da drüben hinkommen? Irgendwie muss man so eine Zeit lang fliegen können oder ähnliches. Zumindest stelle ich mir das so vor. Das wäre jetzt auch da, wo ich jetzt hingucke, ne? Ja, das ist genau, das ist da. Dort aus nicht, von dort aus nicht. Hier ist auch nicht der Weg. Tja, vielleicht kann man das auch erst wieder später machen. Das weiß ich immer nicht genau. Es tut mir sehr leid für die Leute, die sagen, boah, beende doch mal die Sachen. Aber dann schauen wir uns erstmal woanders um, würde ich sagen. Und gucken erstmal, was wir sonst machen können. Wir wollten mal diese... Nee, halt, diese Granaten wollte ich mal verbessern. Guck mal, da gibt es jetzt auch schon Neues. Aha. Gibt es hier auch schon Neues? Oh ja, hier gibt es auch ein Neues beim Flammenwerfer. Beim Brenner noch nicht, ne? Nee, beim Brenner noch nicht. Gut, wie viele Punkte habe ich? Ich würde sagen, ich versuche ja auch irgendwo alles zu spielen, deswegen nehmen wir mal die Granate erstmal. Munition ist immer gut. Was ist das? Wirkungsbereich, also Sprengradius ist auch immer gut. Komm, ja, komm, mach. Aber mehr haben wir nicht, mehr haben wir schon nicht. Was ist denn das hier? Einschlagschaden, okay. Na gut, das werden wir auf jeden Fall auch noch versuchen, ein bisschen aufzubessern. Ich versuche irgendwo alles gleichzeitig zu hoch zu pushen. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist oder ob man sagen sollte, man sollte lieber eine Sache hochpushen und die anderen eher ignorieren, aber... Das werden wir dann sehen. Aber hey, liebe Leute, ich würde sagen, das war's wieder mal mit diesem Video. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir schauen uns beim nächsten Mal dann wieder einen neuen Planeten an. Also schaut wieder rein, wenn es heißt, Ratchet und Clank sind unterwegs. Vielen lieben Dank, bis dann und ciao.